Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns aktuell noch in Grünschatten und ich bin rausgekommen und da stand die gute Bea schon wieder. Nee, Bera, nicht Bea. Kameradin, eine Nachricht für euch. Die Gilde braucht eure einzigartigen Talente. Oh, jetzt habe ich schon einzigartige Talente. Was gibt es? Merrick Ad Asvala hat euch eine Nachricht geschickt. Er bittet darum, dass ihr ihn baldmöglichst aufsucht. Es wurde eine Untersuchung zum Tod von Gildenmeister Eisklinge eingeleitet. Vielen Dank. Wo kann ich ihn finden? Er hat in Vulkvasten eine Versammlung des Rats der Provinzgeneräle einberufen. Ihr solltet ihn in der dortigen Halle finden können. Ihr scheint nervös zu sein. Hat er sonst noch etwas gesagt? Nein, nein, nur viele Gerüchte über die Untersuchung des Rats. Die alte Garde denkt, sieht alle Farben, hatte mit Jofnirs Tod eine Menge zu gewinnen. Und von dem, was ich vernommen habe, ist sie nicht auf dem Treffen. Oh je, oh je. Ich meine, ich weiß ja, wie es ausgeht, aber das hört sich natürlich nicht besonders gut an. Dann reiten wir mal dahin. Das ist gut für Dornbruch, aber dieser fragt sich, wie lange sie ihre Abkapselung beibehalten können. So, da müssen wir hoch. In Malabaltor geht es weiter und irgendwo sollten wir hier. Da oben, genau. Erschreck mich doch nicht so. Ich komme hier rein und alle sind so schon am Kämpfen, oder was? Kameradin, es freut mich sehr, euch wiederzusehen. Was geht hier vor sich? Wer ist das alles? Dies ist der Rat der Provinzgeneräle. Sie leiten die Gilde unter Aufsicht des Gildenmeisters und sie sind sehr besorgt. Ich habe mit ihnen über unsere Erfahrung mit Jofnirs Geist und den Angriff auf die Erdschmiede gesprochen. Was haben Sie entschieden? Wir denken, der Rat denkt, dass wir Jofnirs Tod näher untersuchen müssen. Ihr werdet unsere Augen und Ohren sein. Elif steht euch zur Seite. Sie ist nach draußen, um etwas frische Luft zu schnappen. Sie kann euch mehr erzählen. Dann werde ich nach ihr sehen. Wenn jemand der Sache auf den Grund gehen kann, dann seid es ihr und Elif. Sie ist nach draußen, um etwas frische Luft zu schnappen. Möge Stenda über eure Schritte wachen, meine Freundin. Könnt ihr mir etwas über die Provinzgeneräle erzählen? Ich bin sicher, dass ihr auf euren Reisen durch Tamriel bereits einen Teil des Rats gesehen habt. Jedes Ratsmitglied steht für eine ehemalige Provinz des Kaiserreichs, in der es für die Gildenmeisterin die Geschäfte führt. Möge Stenda uns Stärke schenken. Was stimmt nicht? Es ist einfach erstaunlich, dass das hier schon der ganze Rat sein soll. Himmelsrand, Hochfels, Elsweyr, Valenwald und Cyrodiil. Da kann man doch nur schwerlich vom gesamten Kaiserreich sprechen. Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe Generäle verloren und einige sind nach Jofnirs Tod sogar ausgetreten. Was ist geschehen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Ich habe so viel wie möglich für die Waffe getan und wir haben den Schaden an der Erdschmiede, der durch den dädrischen Angriff entstand, repariert. Doch der Kern bleibt unvollendet, solange wir diesen Intrigen erst noch ein Ende bereiten müssen. Und Jofnir? Elif bat die Mitglieder der Magiergilde um Hilfe. Sie versuchten, seinen Geist zu beschwören, mit ihm zu sprechen. Elif behauptet, irgendetwas würde ihn davon abhalten, mit uns zu reden. Ich verstehe nicht viel von solchen Dingen, aber ich bin mir sicher, dass sie recht hat. Wo ist Sieht alle Farben? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich gewähre ihr Stendars Gnade, aber der Rat ist nicht bereit, es ebenso zu halten. Nach dem Angriff auf die Schmiede ist sie aus ihrem Quartier verschwunden. Sie haben den einfachen Rängen sogar befohlen, nach ihr zu suchen. Glaubt ihr, dass sie hinter dieser Sache steckt? Nein, glaube ich nicht. Aber da bin ich einer von wenigen. Elif hat sich ihre Meinung auch schon gebildet. Sie glaubt nicht nur, dass Farben den Angriff in Auftrag gab, sondern Elif ist auch fest davon überzeugt, dass Farben Jofnir ermordet hat. Verdammt! Ja. Hier ist gar nichts im Leuchten. Ich kann ja gar nichts lesen. Dann. Elif. Ihr habt also mit Merrick gesprochen? Den Rat gesehen? Es wird Zeit, dass wir handeln. Es ist schön, euch zu sehen, Elif. Diese entschuldigt sich, Kameradin.
Es drängt sie schon seit einiger Zeit zum Handeln. Und jetzt endlich, uns wurde aufgetragen, Jofnirs Tod nachzugehen, ja? Wir sollten anfangen. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Jofnir hatte ein Zimmer in der Nähe. Elef befahl, dass es vor uns niemand betreten dürfe. Ich werde hier die Stellung halten. Geht in Jofnirs Quartier und sucht nach etwas. Irgendetwas, das uns den weiteren Weg weisen könnte. Ich lasse euch wissen, was ich finde. Elef wusste, dass sie euch trauen kann. Warum seid ihr nicht beim Rat und Merrick? Zu viele Stimmen. Alle sind sehr wichtig und gewohnt, Gehör zu finden. Sie wollen dieses Mysterium lösen und das wollen sie sofort. Sie sind Kämpfer gewohnt, sofortige Ergebnisse. Das ganze Nachdenken schmerzt ihren Köpfen. Euch nicht? Ha, Elef hoffte, ihr hättet das bereits bemerkt. Diese liebt den Kampf, das Kitzeln der Schlacht. Aber ein dorniges Rätsel, ein hinterhältiges Schloss, eine Fährte im Wald? Das macht ihr genauso viel Spaß wie eine Klinge bei einer Prügelei. Wie ist Jofnir gestorben? Wir haben ihn in seinem Quartier gefunden. Der immerwährende Schlaf. Er kam sehr plötzlich. Aber damals machten wir uns keine weiteren Gedanken darüber. Jofnir wurde alt. Und langsamer. Früher oder später hätten schnellere Klingen schon dafür gesorgt, dass er zur Ruhe kommt. Keine Anzeichen eines Kampfes? Keine. Und auch wenn er langsam war, wäre er nie nach, wie hieß es gleich? Ja, Sovngarde. Er wäre nie kampflos nach Sovngarde gegangen. Wonach suche ich? Irgendetwas, das fehl am Platz wirkt. Irgendetwas, das mit einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Person in Verbindung steht. Wir dachten, sein Tod wäre einfach so eingetreten. Deshalb haben wir nicht genauer hingeschaut. Alles könnte ein Hinweis sein. Ja, dann schauen wir mal nach. Also, wir haben Jofnirs Tagebuch. Ich habe alles getan, was ich kann. Fürs Erste habe ich gerettet, was zu retten war. Habe ein paar Relikte als Trophäen mitgenommen. Ich sollte bald wieder das Tageslicht sehen. Wenn ich Rackenthal das nächste Mal besuche, werden mir die Lektionen, die ich gelernt habe, gute Dienste leisten. Die Dwemer-Konstrukte werden Wache schieben und dafür sorgen, dass niemand den Ort betritt. Ich will keine Besucher. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, werde ich das beenden. Ich kann nicht zulassen, dass das noch länger so weitergeht. Ich werde im Bandari-Handelsposten Halt machen. Mal sehen, ob ich nicht ein paar Vorräte für den nächsten Ausflug beschaffen kann. Vielleicht etwas Met. Es ist viel zu lange her, dass ich das letzte Mal einen guten Schluck getrunken habe. So, dann durchwühlen wir mal seinen Rucksack. Dieser Rucksack ist voller Dwemer-Artefakte, Zahnräder, Streben und andere unidentifizierbare Teile. Dazwischen erkennt ihr ganz unten im Rucksack einige Seelensteinfragmente. Sowas wie den hier. Dieser Seelenstein ist dunkel, leer. Vereinzelte und verhärtete Staubschielen weisen auf sein Alter hin. Der ist doch nicht leer. Wenn der bunt ist, ist er doch voll. Meine sind lila, wenn die leer sind. Dieses Zahnrad ähnelt denen aus dem unaussprechlichen Verlies. Es sieht aus, als wäre es erst vor kurzem gereinigt worden. Um das innere Rad herum erkennt ihr eine Inschrift, aber die Sprache sagt euch nichts. Ja, dann haben wir alles. Nee, das war nur im Leuchten. Ich dachte, ich habe noch ein Buch übersehen. Elef. Was habt ihr entdeckt? Jofnir suchte einen Ort namens Rackenthal auf und sprach von einem Treffen mit jemandem. Interessant, interessant. Rackenthal ist eine Dwemer-Ruine. Warum sollte er? Wir müssen dorthin reisen, Kameradin. Und nachsehen, ob wir noch mehr herausfinden können.
In seinem Quartier gab es einen Seelenstein und Steinfragmente. Jetzt ist Elef wirklich überrascht. Der Gildenmeister hatte das magische Geschick eines ganz besonders lahmen Gauls. Was hat er in dieser Ruine getrieben? In seinem Quartier gab es eine Reihe von Dwemer-Relikten. Relikte? Jofnir war kein Schriftgelehrter. Er war wie die meisten Nord, denen dieser begegnet ist. Ein Diplomat mit Kriegshammer. Die Gilde hat dadurch ein paar Kontrakte verloren, aber das Fußvolk hat ihn geliebt. Vielleicht sollten wir auch zum Bandari-Handelsposten gehen. Sein Tagebuch erwähnt, dass er dort Halt gemacht hat. Eine gute Idee. Vielleicht hat ihn jemand in der Gildenhalle dort gesehen. Diese schlägt vor, dass ihr unsere Kameraden am Handelsposten befragt. Elef wird euch in der Nähe treffen. Sie hat ein paar Vorbereitungen zu treffen. Wo soll ich euch treffen? Trefft Elef am Rand des Handelspostens. Wir werden dann gemeinsam nach Ragentar reisen. Wie ihr wünscht, Elef. So, Weitere Ablenkung. In die Richtung kann ich reisen. Jetzt muss ich aber trotzdem mal eben gucken. Ja, den Port haben wir auf jeden Fall. Sehr schön. Dann reisen wir da direkt hin. Das ist nämlich hier oben rechts. Zack. So, da ist erstmal die Kollegin. Wollt ihr ein paar Daedra-Schädel spalten? Ich habe genau das Richtige für euch. Habt ihr jemals Gildenmeister Jofnir hier durchkommen sehen? Ja, er hat mich in den Monaten vor seinem Tod tatsächlich ein paar Mal besucht. Er kam immer völlig dreckig in die Stadt und stank wie Stiefel nach einem langen Marsch. Ich habe nie gefragt, warum. Er hätte es mir wahrscheinlich ohnehin nicht verraten. In Ordnung, danke. Seid achtsam, Kameradin. Es herrschen unsichere Zeiten in Tamriel. Das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist eine gute Waffe. Ja. So, ich wollte gerade sagen, ich lasse mich nochmal kurz reparieren. Dann ist noch eine Kollegin hier hinten. Nee, ein Kollege? Kollegin? Willkommen in der Halle, Kameradin. Ich wette, ihr habt einige großartige Geschichten von unserem Kampf gegen die Anker zu erzählen. Eigentlich bin ich hier, um bezüglich des vorherigen Gildenmeisters nachzufragen. Habt ihr Jofnir jemals hier gesehen? Sicher, natürlich. Er ließ mich einige Male Vorräte verpacken. Er sagte, er wollte nach Ragentar, in diese komische alte Dwemer-Ruine. Ich habe ihm immer wieder erzählt, die Magier hätten dort schon alles gefunden. Aber er erwiderte nur immer wieder, er müsse dorthin. Was war das mit der Magiergilde? Oh, sie studieren und so. Ragentar ist merkwürdig. Einzigartig, würdet ihr wohl sagen. Wisst ihr, niemand weiß so recht, wo es ist. Es gibt hier in der Nähe einen Eingang, richtig? Aber die Magier meinen, hindurchzugehen, ist irgendwie... Irgendwie was? Temporospatiale Claudicatio. Ich glaube, so haben sie es genannt. Auf jeden Fall bedeutet es, dass die Ruinen drinnen komplett aus Zeit und Raum herausgelöst sind. Es gibt überall in Tamriel Zugänge zu diesem Ort, aber niemand weiß, wo er wirklich liegt. Danke für eure Zeit. Moment, 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 ich habe gerade noch was gesehen. Ich vermisse den Meistergeneral. Der große Vater möge über ihn wachen. Ah, ich habe beim Rausgehen gerade noch gesehen, dass da noch ein Satz war, den wir hätten anklicken können. Schön, euch zu sehen, Kameradin. Wir sind nicht so viele, wie wir einst waren. Ihr wisst schon, durch das Schwertleben und so weiter. Habt ihr jemals Gildenmeister Jofnir hier durchkommen sehen? Sicher, ich erinnere mich daran, aber nicht mehr an das Warum. Ich glaube, er sprach einige Male mit Akita. Ich wünschte, er wäre noch hier. Mich würde sehr interessieren, was er von diesem Kontrakt gehalten hätte. Wenn man bedenkt, dass sich der Rat deswegen völlig zerstritten hat. Was meint ihr damit? Oh, ihr wisst schon. Der Gilde ging es immer um kurze, einfache Kontrakte. Zack und fertig. Das war das Mantra, das viele nutzten. Aber diese langfristige Sache mit den Ankern... Die Bezahlung ist gut.
aber es ist eine große Umstellung. Nicht jedem gefällt diese. Das ist alles. Danke, Riot. Na gut, dann haben wir wohl mit allen gesprochen, mit denen wir sprechen sollten und können uns jetzt hier irgendwo gegenüber mit Elif treffen. Aus dem Weg. Hab keine Zeit. Willkommen. Diese kann es kaum erwarten, aufzubrechen. Elif wird nach Ragentar vorausgehen, wenn ihr bereit seid. Geht voran, Elif. Los geht es. Versucht mit Elif mitzuhalten, ja? Folgt mir, Kameradin. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn wir vorreiten, weil ich glaube, die sagt nämlich noch irgendwas zwischendurch. Diese kann es kaum erwarten, die Luft in Ragentar zu schmecken. Jafnir besucht eine abgelegene Dwemer-Ruine kurz vor seinem Tod. Kein Zufall. Und jetzt stellt sich die Gilde offen gegen einen dädrischen Fürsten. Riskant, riskant. Die Gilde solch einer Macht entgegenzustellen, töricht. Können wir jetzt endlich. Diese erinnert sich daran, wie wir gegen Goblins und Banditen gekämpft haben. Kleinere Aufträge. Einer und fertig, ja? Wir sind da. Seid auf der Hut. Da sind wir auch schon. Ragentar. Gesundheit. So, das konnte man gar nicht lesen. Hochelfische Theke, langer Schrank. Ich glaube, das... Genau, das habe ich noch nicht. Das können wir direkt schon mal lernen. Willkommen in Ragentar. Die Barriere hier ist ein Vermächtnis seiner Erbauer. Sie haben diesem Ort etwas sehr Merkwürdiges angetan. Was haben sie gemacht? Ragentar ist ganz verdreht und verzerrt. Dieser Eingang wird uns einlassen, doch er ist nicht wirklich hier, wenn ihr versteht. Zum Glück für uns hat Elif sich vorbereitet. Sie kann die Tür in unseren Blick rücken, damit sie uns einlässt. Wie werdet ihr das machen? Auf ihren Reisen hat Elif viele kleine Tricks und Kniffe gelernt. Sie hat gegen Magier, Dädra und Untote gekämpft, sogar gegen Werwölfe. Man jagt nicht so lange Monster wie diese, ohne dabei die eine oder andere Sache aufzuschnappen. Dann also nach euch. Diese braucht nur einen Moment. Ich höre Zahnräder. Gebt Acht. So, die Zahnräder sind nicht das Schlimme, sondern der Rest, der sich noch hier drin befinden könnte. Und wir haben gerade wieder einen Entwurf bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr schön. Hallo? Es wäre gut, wenn meine Maus auch im gleichen Bildschirm wäre wie der, in dem ich spiele. Könnte eventuell von Vorteil sein. Ich muss dazu sagen, ich habe hier drei Bildschirme stehen und das ist dann natürlich immer ein bisschen... Eine beeindruckende Taktik. Hallo? Geht es euch gut, Kameradin? Wurdet ihr verletzt? Mir geht es gut. Was geht hier vor sich? Eine schützende Barriere mit etwas dahinter? Elif spürt hier große Macht. Imposant, doch diese kennt einen Zauber, um sie aufzulösen. Ihr könnt sie auflösen? Nicht ohne eure Hilfe. Elif wird die Kristalle im Zaum halten. Ihr müsst sie vernichten. Euch wird nicht viel Zeit zum Handeln bleiben. Der Zauber ist anstrengend. Und Elif kann ihn nicht lange aufrechterhalten. Sputet euch. Verstanden. Ich bin bereit. Macht euch bereit.
Bewegt eure Pfoten, schnell! Jetzt zerstört die Kristalle! Mama. Gut, jetzt zur Untersuchung des Körpers. Von der Leiche kaum etwas übrig. Anhand ihrer Größe ist klar ersichtlich, dass der Tote ein Nord war. Im Brustkorb eingebettet entdeckt ihr das Glitzern eines Gildenabzeichens. Das hat sich nicht gut angehört. Es ist eine Falle. Oh, die Fuß nicht da hoch. Noch einer? Ein Auroraner? Hier? War's das? Elef ist froh, euch an ihrer Seite zu haben. Was war das für eine gepanzerte Kreatur? Sie werden Auroraner genannt. Ich glaube, sie sind eine sonderbare Form von Daedra. Elef stand ihnen bislang nur einmal gegenüber. Wenn sie sich recht entsinnt, wählen sie stets sehr genau aus, wem ihre Treue gelten soll. Sehr merkwürdig, dass wir ihnen ausgerechnet hier gegenüberstehen. Elef, bei der Leiche gab es ein Gildenabzeichen. Zeigt es Elef einmal her. Das hier gehört Jofnir. Seine Leiche? Hier? Aber warum? Er sollte doch bei seinem Haus in Ostmarsch bestattet werden. Die Barriere war um seine Leiche herum. Und sie hielt uns draußen, ja. Aber vielleicht hat sie ihn auch drinnen gehalten. Elef hat oft versucht, Jofnir aus Aetherius herbeizurufen. Und nie hatte sie Erfolg. Aber vielleicht jetzt. Elef hat da eine Idee. Wie sieht eure Idee aus? Vielleicht können wir nun, da die Barriere fort ist, unmittelbar zu ihm sprechen. Diese weiß, wie man die Toten ruft. Elef kann ihn an diesen Ort holen, der so nahe an seinem Leichnam liegt. Was sagt ihr dazu? Seid ihr bereit, ein paar Antworten zu erhalten? Ich bin bereit. Ihr habt den Geist von Jofnir gesehen, wenn auch immer nur für einen Wimpernschlag. Diese glaubt, dass wir ihn beschwören können, um mit ihm zu sprechen. Um zu erfahren, wer ihn ermordet hat. Ihr könnt das tun? Elef hat es euch doch gesagt. Sie hat Macht. Magische Gaben, Verbindungen zu den Landen im Jenseits. Sie wird sie nutzen, um den Geist an diesen Ort zu locken. Dann werden wir sehen, ja? Fangen wir an. Fahrt fort. Hallo? Elef wird mit dem Ritual beginnen. Wer ruft mich? Still, Geist. Elef wird die Fragen stellen. Was wollt ihr wissen? Ich werde euch sagen, was ich weiß. Elef verlangt nach dem Namen eures Mörders. Wer hat euch getötet, Jofnir? Es war die Argonierin, meine Untergebene. Sieht alle Farben. Diese wusste, es würde so sein. Hinfort, Geist. Elef ist mit euch fertig. Ich hab euch gehorcht. Lasst mich frei, um in Sovngarde zu wandeln. Geht. Elef wird euch bald wieder rufen. Sovngarde, in der Tat. Ihr habt den Gildenmeister gehört.
sieht alle Farben. Sie hat Jofnir ermordet. Es ist kaum zu glauben. Vielleicht für euch. Diese hatte es schon die ganze Zeit vermutet. Die Echse war es, die Gildenmeisterin wurde. Die Echse war es, die uns auf diesen Kreuzzug geschickt hat. Elif hat etwas Fauliges im Wind gerochen. Was wird jetzt geschehen? Findet Merrick und den Rat. Sie sind wahrscheinlich noch bei der Versammlung in Vulgvasten. Sie müssen hiervon erfahren und sie werden auf euch hören. Elif wird hier bleiben und nach weiteren Hinweisen suchen. Ich werde das erledigen. Ja, das heißt, wir lassen sie jetzt mit seiner Leiche alleine. Und gehen wieder zurück nach... Naja, in Malabatur sind wir ja eigentlich schon streng genommen. Aber wir müssen jetzt erst nochmal den ganzen Weg zurück. Dann können wir rüberporten nach Vulgvasten. Ich dachte eigentlich, dass man unterwegs angegriffen wurde, aber anscheinend habe ich das irgendwie falsch im Kopf. So, einmal der Wegschrein. Und einmal rüber. Da. Merrick, ich bringe frohe Kunde, wollte ich gerade sagen. Ich bringe, Kunde halt. Froh ist sie nicht. Aber ich habe Neuigkeiten. Welche Neuigkeiten bringt ihr? War das jetzt perfekt? Es steht schlecht, Merrick. Sieht alle Farben, hat Jofnir Eisklinge getötet. Ich habe nie gewagt, das auch nur in Betracht zu ziehen. Als sie nach eurem ersten Besuch der Aileiden-Ruinen verschwand. Welche Beweise habt ihr dafür, meine Freundin? Der Rat wird eindeutige Beweise benötigen. Elif hat Jofnir in Rackentar beschworen. Elif hat was getan? Bei Stendas Atem, das ist widerlich. Ich werde mit ihr sprechen müssen, wenn sie zurückkehrt. Aber ich schätze, das ist die Antwort auf unsere Bedenken. Soll das Reich des Vergessens doch Echsen und Katzen gleichermaßen holen? Was ist der nächste Schritt? Sieht alle Farben wird gefunden und in eine Zelle geworfen werden. Meldet euch mal wieder, Kameradin. Wir werden euch brauchen, wenn die Zeit kommt. Und bis dahin... In eine Zelle geworfen, wie sich das anhört. Ja, und wir haben einen kräftigenden Ring erhalten und eine blaue, wahrlich prächtige Glyphe der Ausdauer. Und leider ist damit dann auch diese Folge bereits wieder zu Ende. Das heißt, ich habe mich ein ganz klein wenig getan. Das große Finale wird dann nämlich in der nächsten Folge kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich sage dann einfach mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.